Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Fallout 4. So, heute haben wir viel vor. Wer sich fragt, warum das Interface jetzt blau ist... Brauchst du etwas, Monsieur? Nein, brauche ich nicht. Das liegt daran, dass ich die Powerrüstung vergessen habe. Nein, ein einfaches Leben, dass sich das von jemandem gewünscht worden ist. Dass ich das gerne mal blau machen soll. Und dem Wunsch habe ich dementsprechend auch nachgetragen. Ich mache mir nicht viel aus Good Neighbor. Da gibt's nichts als Ärger. So, wir müssen jetzt mal fix nach Diamond City gehen. Wegen der Entscheidung, wegen dem Ei. Also sagen wir mal so, wir werden definitiv das Ei zurückgeben. Weil ich habe mich jetzt an den... Identität bestätigt. Ja, danke, das ist nett. So, ich habe mich jetzt an den Robi erinnert, der ja das Ei haben möchte. Und ich sag mal so, der war ja schon so unfreundlich damals. Ich werde den das Ei nicht in die Hand drücken. Wilde Ghule verstecken sich gern im Dunkel. Das macht man Patrouillen. Ja, das ist schön für die wilden Ghule. Ich glaub nicht, dass ich vor der Mauer Dienst schieben muss. Da mag mich wohl jemand nicht. Da kann ich nichts für. So, aber wir müssen ja sowieso nochmal nach Diamond City, wegen der anderen Quest. Und dann müssen wir mal gucken, wo wir denn genau nochmal hin müssen. Wir sollen ja jetzt sozusagen die Kopfgelder einmal durchgucken, im Inn. Bei den gewährten Gebrüdern. Boah, wie hießen sie? Vladimir? Und wie hieß der andere? Virgil? Bin mir jetzt nicht ganz sicher. So, dann gehen wir erstmal zu den Inn. Einmal durch hier. Guten Abend, die Damen. Und da haben wir das Questbrett schon. Raider, Black Street Apple. Okay. Ein offener Brief an jeden mit einer Waffe und ein wenig Ehrgeiz. In der Nähe Back Street April ist es zu verstärkten Raider-Aktivitäten gekommen. Sie haben Geld, Ausrüstung und Vorräte. Alles von ehrlichen und fleißigen Menschen gestohlen. Was ihr tötet, könnt ihr behalten. Keine sonstigen Belohnungen. Okay. So, was haben wir hier? Ein offener Brief an jeden mit einer Menge Mumm und Bedarf nach Kronkorken. Ein Ödländer namens Zane hat eine Bande gegründet, die das Gebiet in der Nähe von Concord terrorisiert. Er sollte als bewaffnet und äußerst gefährlich angesehen werden. Was ihr tötet, könnt ihr behalten. Keine sonstigen Belohnungen. Okay. Das heißt jetzt Concord, das ist ja perfekt auf der Route. Ja gut. Ja, das passt. Das heißt, wir gehen jetzt hier wieder raus. Sollten aber noch mal kurz was trinken und was essen, denn wir haben schon wieder Durst. Ist nur die Frage, wir müssen ja jetzt bestimmt. Du wirst dich schon daran gewöhnen, dass die Diamond City Sicherheit nutzlos ist. Ignoriere sie einfach so wie ich. Okay, tun wir. Wir haben unsere eigene Knifte dabei. Deswegen macht das null aus. So, jetzt müssen wir aber fast vor die Stadt laufen, um den Vertibird zu rufen. Das wird ein klein bisschen länger dauern. Aber ansonsten, ja. Ich glaube nicht, dass ich ihn hier vorne rufen kann und er hier vorne irgendwo landen könnte. Und ich möchte jetzt auch keine Granate verschwenden. Heißt, wir rennen jetzt noch kurz bis vor die Brücke. Holen uns einen Vertibird. Und oben, wo wir den alten Bunkertypi von der Bruderschaft gibt verschiedene Läden in der Stadt, falls du was brauchst oder haben. Da können wir eigentlich hinfliegen. Das müsste ja in der Nähe das Drachenei. Drachenei. Ja, das Krallenei sein. Wäre ja schon schlimm genug, wenn da jetzt auch noch Drachen kommen würden. Aber man weiß ja nie. So, einmal hydrieren.
Da spawnt gerade unser Händler einfach mal nach. Okay, jetzt hat er wieder eine andere Stimme. Nicht, dass das DLC ein bisschen spinnt. Fände ich nicht so geil. Okay, das ist jetzt nur der Bram gewesen. So, hier vorne setzt uns ja der Vertibird eigentlich immer ab. Heißt, wir könnten uns den auch hier vorne wieder herholen. Jetzt haben wir dann noch eine Granate. Und die eine Granate werden wir dann verwenden, um auf die Pridwin zurückzukehren. Aber erstmal werden wir natürlich nach oben fliegen und ein bisschen Fußmarsch auf uns nehmen. So, wo kommt er? Ich höre ihn schon leise, oder bist du das, Ada? Ach, da oben. Da kommt er schon angesegelt. Aber ich wollte noch was essen. Sonst hätte ich ja wieder fast vergessen. Wir nehmen mal hier so Hundekeulen. Hat noch nicht gereicht. Jetzt hat's gereicht. War ja schon fast am Verhungern hier. Ah, wir müssen andere Seite. Leider stellt ein Vertibird keine geeignete Transportmöglichkeit für mich dar. Wir treffen uns am Zielort. Okay. Denn bis am Zielort, Ada. So, wir gehen jetzt hier zum Bunker. Alle Systeme startklar. Bereit zum Abflug. Der Stein sah gerade komisch aus. Deine Waffe ist geladen und bereit. Weidmanns Heil. Ja, Weidmann Heil, Lancer. So, wir werden jetzt erstmal oben zum Bunker hochfliegen. Dann werden wir gucken, dass wir das Ei zuerst abgeben. Nach dem Ei würde ich dann sozusagen bis Concord runterlaufen und alles, was wir dazwischen noch aufsammeln müssen, werden wir dann halt auch nochmal aufsammeln. Und nach Concord werden wir ja sehen, wo wir denn hin müssen. Und wenn es halt zu weit weg ist, dann, naja, werden wir einfach den Vertibird nehmen und zur Pridwin zurück. Und von dort aus halt auch nochmal eine Quest machen. So schlagen wir öfters mal eine Fliege mit mehreren Klappen. Und dann passt das. Sieht ganz schön ausgestorben hier aus. So, hier vorsichtig bleiben. Sieht immer voll nach Gunnern aus, weil die verstecken sich ja gerne mal da oben. Auf der kaputten Straße. Ah ne, hier vorne ist Raketen-Concord. Raketen-Concord. Raketen-Covenant. Ja, sieht hübsch aus und so wie es aussieht, zocken da gerade ein paar Siedler. Viel Spaß bei euch beim Zocken. Steht da ein Wachbot? Da steht ein Wachbot. Okay. Oh, da hinten kommt General Atomics. War ja auch ein hübscher Ort. Oh, auf uns wird geschossen. Von wo? Irgendwo da unten. Dark Hollow Teich. Okay. Den wollte ich jetzt aber nicht so genau sehen. Den lieben Hollow Teich. Na, mal gucken. Oh, hier oben drauf ist auch irgendwas. Kleiner Aussichtsposten. Hä? Nee, oder? Wer oder was schießt hier auf uns? Landung erfolgt an Zielposition. Nee, das sind Supermutanten. Lass mich raus. Da kommt ein... Lauf! Lauf, 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 lauf. Das gibt's nicht. Na, warte. Bringen wir es zu Ende.
Ja, dann bitteschön, jetzt hast du nochmal eine Chance. Und euch mache ich jetzt alle. So, und du willst auch gleich was? Komm her hier. Mich hier einfach so anzugreifen, während ich hier... Ja, nee. Das geht doch mal gar nicht. Wir haben schon gesiegt. Außer es gibt hier noch einen. Dann sehe ich ihn jetzt nicht. Oh Mann. So, hier leuchtet das auch so ein bisschen grünlich. Okay. Gleich kritische. Da ist noch einer. Gleich wieder mit kritischen bearbeiten hier. Oh, ich liebe Sensenmann-Sprint. Ja, auf Nimmerwiedersehen, das passt wirklich. Okay, hier sind noch ein paar Kronkorken. Aber dafür, dass der Vertibird hier gerade aber voll was abgekriegt hat, nuklear, hat er sehr wenig Schaden gekriegt. Hm. So, aber jetzt auch nicht zu voll stopfen hier. Denn wir haben ja noch ein paar Fußmärsche vor uns. Aber so das Nötigste mitnehmen. So, jetzt hier lang. Ah. Könnte richtig sein. Ob's das ist, ich habe keine Ahnung. Wir müssen bestimmt da den Berg hoch. Was läuft denn da vorne? Eine Meiler-Königin. Ja, Logo. Schön ein paar Kopftreffer landen schon mal. Oh, wir ziehen so wenig ab mit dem Ding. Alter. Nice. Alter, nice. Ich liebe dich, mysteriöser Fremde. Meierlöck, ja, das ist so nur ein Schlüpfling. Den kriegst du ja selber K.O., oder? Dann teleportierst du dich einfach nochmal. Ja, nice. Da schießt der ja einfach in den Rücken. Wir haben vor so wenig abgezogen. Wie gesagt, ich liebe diese Fähigkeiten. Die helfen so uns ungemein. Auch wenn sie nur so random mal sind, aber ab und zu sind sie halt OP. Wenn sie halt so oft trocken. So, müssen wir jetzt hier lang? Ich hoffe doch mal. Sieht richtig aus, oder? Ja. Oh. Oh. Die ist aber nicht rot gekennzeichnet. Das heißt doch... Können wir das Ei ablegen? Ei zurückbringen. Ja, nice. Okay, dürfen wir die hier aufluten? Ich hoffe doch. Das Ding gehört in ein Museum. Nee, nee, das gehört jetzt alles mir. Als kleine Belohnung oder so. Und du wirst jetzt auch nicht wild und greifst mich an. Du bist eine liebe Todeskralle? Okay. Gut, jetzt bloß schnell weg, bevor sie sich anders überlegt. Wir haben jetzt noch ein bisschen was aufgelootet und dann ist gut. So, nächste Station wäre jetzt das Aluminiumbergen. Na, dann bergen wir jetzt mal ein bisschen Aluminium.
Das dürften wir ja locker hinkriegen. Müsste nicht das Problem sein. Alle hoppa. Da gehen wir hier einfach querfeld hoch. Ich hoffe, das klappt. Ja, so halb. Ein paar Hechtsprünge, aber es klappt. So, dann lade ich hier nochmal kurz nach. Nur zur Sicherheit. Man weiß ja nie. Blöde Selbstmörder-Mutanten. So, dann wollen wir hoffen, dass jetzt hier nicht neue Sprengsätze liegen. Was sich der... Oh, der hat sogar die Tür wieder zugemacht. Auch sehr interessant. So. Hier soll ja jetzt irgendwo das Aluminium sein. Na, dann werden wir mal das irgendwo Aluminium suchen. Warum steht da ein Wachbot? Da liegt eine Mine. Ist der eingeschaltet? Wenn ja, dann haben wir echt ein Problem, weil so wie es aussieht, hat er irgendeinen Werfer bei sich. Aber der hält nicht so viel aus, oder? Aber wenn wir gut gezielte Treffer auf den Tor so packen, dann dürfte es eigentlich reichen, oder? Ich sagte gut gezielt und gute Treffer. Schönes Feuerwerk. Okay, können wir jetzt mal hinlaufen. Und uns mal seinen Schrott holen. Zwei weitere Fusionskellen und andere Raketen geladen. Eine Bähfliege. Naja. Und hier muss er jetzt irgendwo am Lake... Meierlöck, ein Blutkäfer, eine Bärfliege. Ja, alles Mögliche läuft hier rum. So, werden wir uns erstmal hier die schönen Bärfliegen zerfeddern. Ah, jetzt dürfen sie gut treffen. Oder auch nicht. So, bei dir probieren wir es gleich mit kritisch. Wunderbar. Diese Fähigkeiten. Einfach genial. So. Dann räumen wir hier mal kurz auf. Zack. So, wo ist jetzt das Aluminium? Es soll ja irgendwo da vorne sein. Bei den Meierlurks. Ja, gibt es halt nochmal ein bisschen Meierlurk-Fleisch. Ist ja jetzt nicht weiter schlimm. Das nehmen wir uns dann gerne mal auf uns. Ah, hier haben wir sogar noch leuchtende Pilze. Die nehme ich auch nochmal mit. Die brauchten wir ja auch, glaube ich, für Antibiotika, ne? Ah, ich glaube schon. Für die nächste Craft-Runde. Eine Hubblume können wir uns auch immer mal in die Tasche stecken. So, werte Meierlurks. Wunderschönen guten Tag. Der Herr. Weichpanzer. Oh. Oh, oh, oh. Okay, warum hat er jetzt nicht mehr weiter geschossen? Ah, da hinten läuft aber noch einer. Den schieße ich auch noch mal in den Arm. Falls kritisch. Und schön. Gut, der ist ja sogar weggeflogen. So, du hast ein Zündrüstungsteil. Na, ist nicht so toll. Hat zwar gute Werte, sieht aber scheiße aus. Also muss ja auch ein bisschen nach der Optik gehen. So, und hier soll jetzt mein Aluminium drin sein.
Na komm. Gib Papi das Aluminium. Nur ein Einsteigerschloss. Jetzt haben wir's. Das wär's. Zwei Aluminium. Ja, ist doch nicht schlecht. Sogar noch ein bisschen mehr Aluminium. Malpinsel. Oh, da habe ich irgendwas. Rechtshinweise. 19. Juni 2077 an alle Mitarbeiter von J. Richard Throndicke, Staatsjustizar. Betreff Rechtsverordnung zum Erhalt von Dokumenten. In Bezug auf den von oben Überlebenden und Familienangehörigen der Teilnehmer des Bootsunfalls vom Lake Quanpoint des Unfalls angestrengten Rechtsstreits sind alle mit den Forellenangelturnier am 4. Juli der Versammlung verbundenen Aufzeichnungen und Mitteilungen bis auf weiteres einzubehalten. Wir gehen da zwar davon aus, dass dieser Prozess haltlos und unbegründet ist, allerdings hat sich das Büro des Staatsjustizminister dazu verpflichtet, ein faires und unparteiisches Verfahren zu ermöglichen. Wir sprechen den Opfern dieser schrecklichen Tragödie unser Beileid aus. Löschen Sie das Terminal. -JT. Okay. Steht hier irgendwas noch im Terminal? Wasserqualitätsstatus. Aktuelle Wasserqualität, radioaktive Verschmutzung extrem. Verschmutzung durch Schwermetalle extrem. Verschmutzung durch Fäkalien extrem. Sauerstoffsättigung durchschnittlich. Weitere Verschmutzung extrem. Allgemeiner Zustand gefährlich. Siehe Alarme. Alarm. Verschmutzung überschreitender Sensoren. Toleranz. Alarm. Extreme Mengen mehrerer Schadstoffe festgestellt. Kontakt mit diesem Wasser könnte für Menschen gesundheitsgefährdend sein. Okay. Und jetzt gucken wir uns nochmal die Berichte an. Am 1.6.2077. Vierjährliche Bewertung des der Wasserqualität. Schadstoffmengen im Vergleich zur vorigen Ablesung und das Dreifache erhöht. Illegale Verklappungen bleiben weiterhin die wahrscheinlichste Ursache. Wir empfehlen, den See für die Öffentlichkeit zu sperren und die offizielle Untersuchung der Abfallentsorgungspraktiken der ansässigen Schwerinindustrie einzuleiten. General Atomics, Saugen Edwards und Covenant. Nee, Covenga. Okay. Wiederholte Anfrage zur Bewerbung der Wasserqualität. Die Schadstoffmengen sind weiter gestiegen, haben die Absperrung des Sees und offizielle Untersuchungen empfohlen. Außerdem sollte das Angelturnier des Bürgermeisters abgesagt werden. Am 4.7. Nach dem Angelturnier sind 27 Berichte über schwere Krankheiten nach dem Kontakt mit dem Wasser eingetroffen. Ein Boot ist gesunken. Die beiden überlebenden Mitglieder der Mannschaft haben schwere Strahlungsverbrennung erlitten. Fische wurden nicht gefangen. Lake Quanpoint bleibt bis auf weiteres für die Öffentlichkeit gesperrt. Haben die hier ein ganz schönes Problem, oder wie? Schon vor der Kriegszeit gehabt? Oder während der Kriegszeit? So, da haben wir noch eine leere Farbdose, nehme ich auch noch mit. Und sonst ist hier nichts mehr, ne? Nur noch der tote Meyerlurk. Gut. Na, das sieht hier aus wie eine kleine Höhle hier. Hier ist aber auch nichts weiter, ne? Doch, Meyerlurks. Oh nein, nein, nicht jetzt. Oh, und ich habe keine... Das ist ärgerlich. Ich habe keine Zweitwaffe bei. Nehmen wir mal kurz hier den Vorschlaghammer, auch wenn ich ihn jetzt eigentlich nicht brauche. So. Da wollte ich jetzt schön auf ihn schießen und dann kann ich noch nicht mal. So, wo liegt er denn jetzt?
Wo hast du ihn denn jetzt hin? Ach, hier. Das Fleisch hätte ich ja schon gerne. So. Alter, ging die Radiofischstrahlung gerade hoch. Das war jetzt ein bisschen krass. Selbst für einen See. Und wir stecken in der Powerrüstung. So, nächster Point wäre jetzt für uns Somania. Den wir jetzt betreten müssen. Weil da würde ich jetzt gerne langsam mal ein bisschen was bauen. Ich hoffe, wir haben jetzt mittlerweile auch ein paar Ressourcen gesammelt, die das dafür ausreichen lassen. Also ich hoffe es mal einfach. Ey, auf dich wollte ich jetzt gerade schießen, aber du bist ja keiner. Und warum fallt ihr jetzt beide einfach um? Ihr habt mir jetzt einen Heidenschrecken eingedacht. Ne, ist auch alles leer. Also den kleinen Raider-Posten hier hatten wir ja auch ausgelöscht. So, dann wollen wir hier mal gucken, dass wir hier auch mal ein paar Betten und so weiter aufstellen. Und hier auch mal eine anständige Mauer drumherum ziehen. Also Raketenverteidigung haben wir ja schon stehen. Gut. Dann hauen wir jetzt mal... Ja, wo hauen wir uns jetzt die Powerrüstung mal hin? Ich denke mal hier oben. Da dürfte sie keinen stören. Oh, wir sind überladen ein bisschen, aber... Ah, Schrott ablegen reicht nicht. Hatten wir hier nicht noch irgendwie... Ja, klar hatten wir sowas hier. Hier können wir noch mal kurz ein bisschen was auseinandernehmen. Oh, das ist ein Todeskrallenhandschuh. Ah. Zusätzliche Klaue. Und das bringt den Schaden nur ein bisschen weiter höher. Na, ob das jetzt wirklich eine Waffe ist? Also nutzen im LP können wir sie definitiv nicht. Und kostet 7 Aluminium, die Waffe zu verbessern. Na komm. Wir machen sie eher kaputt. So, Vorschlagshammer weg. Das Lasergewehr weg. Und das hier weg. So. Jetzt gehen wir noch einmal hier ran. Auch wenn es Kampfausrüstung... Huch. Jetzt wollte ich ihn nicht umbenennen. Habe ich mich nur ein bisschen verdrückt. Und das einmal weg. Jetzt können wir schon wieder laufen. Und jetzt können wir richtig laufen. Ey, wir sind aber immer noch relativ schwer unterwegs hier. Ja gut. Als erstes sollte ich jetzt hier erstmal das Signal wieder einschalten. Und jetzt muss ich mal kurz gucken hier. Wir haben hier 10 Energie. Ich glaube, den Energieverdarf hatte ich ja eigentlich schon gedeckt, oder? Na gut. Das Ding braucht ja eigentlich auch ein Energie, ne? Ja, das hauen wir mal kurz weg. So, die brauchen 2, 4. Haben wir hier 6. Plus 1. Ach nee, hier sind ja auch nochmal welche. Halt. Dann haben wir jetzt hier 8. Plus 6. Dann sind wir bei 14, aber ich habe hier doch keine 14 Generatoren stehen. Ah ne, die produzieren ja 10. Ich dachte, das sind die 5er. Das sind ja die 10er. Ja, dann haben wir hier jetzt aber noch ein bisschen Energie übrig. Das ist aber nicht weiter schlimm. Ja, 15 verbrauchen wir. Wir haben noch 5 Energie übrig. Jetzt hatte ich da einen weggenommen, da hatten wir 16 Energie übrig. Hätte ich das Ding ja eigentlich auch stehen lassen können. Aber gut. Ne, beim nächsten Mal. Wir könnten denen hier auch eine Artillerie hinstellen. Die gibt ja auch nochmal extra Verteidigung. Aber erstmal würde ich jetzt hier gerne gucken. Das Ding könnte ich einreißen, das hier auch. Das ist ja eigentlich quasi hier nur selbst gemacht. Bloß, wie ist die Platte davor hingestellt worden? Die kann ich ja so nicht davor hinstellen. Sonst hätte ich dasselbe nochmal hier auf der anderen Seite machen wollen. Und dann hat man hier halt nur so einen kleinen Durchgang. Und hier drüben würde ich das dann zukleistern.
Na, fangen wir erstmal an hier. Wir haben ja hier ein bisschen was an Zäunen sicherlich. Schrottzaun bietet sich dafür halt immer am besten an. So. Dass halt hier so ein bisschen rustikaler ist. Na, komm. Der will sich hier gar nicht aufstellen lassen. Na gut, dann nehmen wir hier gleich so einen großen. Wenn er sich hier nicht aufstellen lassen will, dann befehlen wir es ihm einfach. So. Verbrauchen wir zwar ein bisschen mehr Gummi, aber das ist ja jetzt nicht so schlimm. Das bisschen Gummi. Na? Der will wohl wahrscheinlich nicht, weil das Ding hier noch im Wege steht, oder? Das könnte gut sein. Ah, jetzt sieht schon besser aus. Müssen wir hier aber die Kurve kriegen. So, und den jetzt so hinstellen, dass er am besten mit dem Haus abknüpft. Aber das klappt nicht. Ha. Na komm. Passt das so? Ja, da kommt man nicht durch und hier kommt man auch nicht durch. Und selbst ich komme hier fast nicht mehr durch. Dann haben wir da jetzt eine fette Wand stehen. Das heißt, wir brauchen hier aber eigentlich auch noch mehr Betten. Und wir machen das denn mit den Betten. Und hier hinten müsste ja auch dicht gemacht werden. Weil sonst kommt man ja hier hinten durch. Und ärgert unsere schönen Dorfbewohner. Da könnten wir aber... Wir haben ja hier ein bisschen Platz. Wir könnten ja hier... Ach komm, wir arbeiten hier mal ein bisschen mehr mit Metall, würde ich sagen. Wir gehen mal hier auf die Metallbuchsen. Das haben wir auch sehr selten gemacht. Weil Metall haben wir eigentlich sehr, sehr viel. Das heißt, ich gucke jetzt hier erstmal bei den Fertigsachen. Da ist jetzt nichts so bei, was mir jetzt gleich ins Auge springt. Kann man sowas dran... Aha, es geht also. Können hier ein bisschen was dran heften. Jetzt wäre nur die Frage, kann ich hier auch so ein Quadrat dran bappen? Geht das? Ah, das geht auch. Wunderbar. Dann können wir uns nämlich so auch ein bisschen mehr Platz schaffen. So. Wo wir auch die Betten reinstellen können. Na? So. Dann ist es zwar hier so ein bisschen fliegerig. Aber jetzt könnte man doch rein theoretisch Wände nach unten ziehen. Geht das? Wo haben wir jetzt hier eine ganz normale Wand? Hier? Also wenn wir jetzt... Kann man hier nicht jetzt einfach so eine Wand unten dran heften? Geht das nicht? Dafür braucht die einen Doppelboden, ne? Gut. Lagern wir das nochmal ein. Habe ich aber noch eine Idee. Doppelboden gibt es ja, glaube ich, bei Metall gar nicht. Aber wir werden auf jeden Fall Metall verwenden. Wir müssen dann hier in die Böden gehen. Hier gibt es nämlich auch einen Doppelboden. Wo man unten und oben was dran machen kann. Ich glaube, das müsste da sein. Den kann man aber da nicht dran bappen. Schade. Ach doch, das geht. Hier geht es. Okay, hier einmal. Hä? Warum? Eben hat er versucht einzurasten. Gut, gehen wir einfach mal hier drauf. Jetzt müssen wir ja hier irgendwie um die Ecke kommen. So wäre das am besten. So. Und hier gehen wir jetzt einfach mal drüber. So ein bisschen. Oder eher gesagt dran vorbei. So. Dann brauchen wir ja jetzt nur noch hier Metall, Wände. Hier jetzt Wände dran. Kann ich jetzt hier noch eine Wand dran heften? Ja, das geht. Und das geht auch. Wunderbar. So, machen wir hier mal ein bisschen
metallische Mauer. So. Hier auch nochmal. Ach, komm schon. Du willst dahin, habe ich gehört. Da geht das doch auch. Warum geht das da nicht? Na gut, da könnte man hier vielleicht gucken, dass man eine Tür reinbaut. So. Dann haben wir hier eine Außenwand. So, und jetzt kommen wir zu dem Thema, warum Doppelwand nach unten. Kann man jetzt unten einen dran setzen? Nee, weil die immer eine Grundstruktur brauchen. Schade. Dann könnten wir aber hier vielleicht einfach so eine hinstellen. Ah, da möchte er das nicht mehr haben. So. Jetzt möchte er andocken. Na komm, ich habe das eben gesehen, dass du da ran wolltest. Genau das will ich ja auch. Komm. Sei artig. Eben platzieren habe ich es doch gesehen. Also auf zu flunkern. Okay, hier müssen wir irgendwas anderes hinstellen. Damit das da unten dicht ist. Nicht, dass sie uns hier reincrouchen. So. Hier brauchen wir jetzt nochmal eine Leiter. Da müssen wir aber wieder zurück zu Holz. Dann haben wir hier so eine gute Leiter. Hier brauchen wir jetzt... Oh, das wird ein Gewechsel jetzt. Am liebsten wäre mir ja jetzt hier so eine... Na? Ja, der will ihn nur daran heften. Da will ich ihn aber nicht haben. Kann ich hier erstmal mit dem Dach vielleicht arbeiten? Dass ich hier erstmal ein Dach reinzimmer? So. Muss ja kein hübsches Dach jetzt sein. Soll ja nur so eine Art kleine Schutzmauer sein. So als Schutzvorrichtung. Hier würde ich es gerne überdachen, aber ich glaube nicht, dass das geht. Ne? Na, hier würde noch ein Dach hinpassen. Okay. So. Dann brauche ich nochmal hier eine Leiter. Da will ich aber jetzt die hier haben. Reicht die überhaupt aus? Na, ich hoffe mal, dass man hier jetzt so nochmal aufs Dach kommt. Dann brauchen wir hier aber nochmal ein Holzdach. So ein kleines. Nee, Dach war das nicht. Das war auch unter Böden, ne? Ja, genau. So, dann machen wir hier nämlich so ein bisschen zu. Sieht das hier nicht so ganz so offen aus. Hier machen wir natürlich auch nochmal ein bisschen was zu. Nämlich das Ding hier. Damit man da jetzt nicht unten reinfällt. Okay, man könnte jetzt hier auch einfach zwischenbauen. Ja, das muss jetzt nicht unbedingt sein. Dann würde ich das hier so als kleines Schlafquartier hier nutzen wollen. So. Ja, nochmal einen reinbauen. Nee. So, hier oben drauf könnte man dann halt nochmal die Verteidigung draufstellen. Also hier so ungefähr hin. So wie es da oben drauf steht. Ja. Könnte man halt auch nochmal ein bisschen mehr verteidigen. Oder hier vielleicht nochmal einen hin. Vielleicht stelle ich auch den hier ein bisschen um. Und lasse es noch einmal rumziehen. Na, ich glaube, das wäre wieder zu viel des Guten. So, stellen wir jetzt erstmal das Wichtigste auf die Betten. Die Betten sind das A und O. Das heißt, wir brauchen Möbel, Betten und natürlich auch hier die Doppelbetten nehmen. Weil ohne Doppelbetten geht hier gar nichts. So. Stellen wir auch ein bisschen näher beieinander. Damit wir hier auch genügend Leute unterbringen können. So. Das ist jetzt hier die übelste Schlafbaracke. So, jetzt haben wir 15 Betten. Ah, kriegen wir hier noch... Ja, wir kriegen noch zwei hin. Ah, jetzt haben wir 19 Betten. Also ich denke mal nicht, dass hier so viele Leute sein könnten. Aber falls ja, hätten wir hier schon mal ausgesorgt.
Das wäre ja schon mal nicht so schlecht. Und jetzt werde ich einfach mal... Ich habe schon wieder die nächste Idee, die mir gekommen ist. Das Ding. Stellen wir uns jetzt einfach mal kurz hier vorne ran. Oder rein. Da hat man hier so eine Art kleinen Wachposten, wo man auch nicht reinkommt. So, die Generatoren, die dürfen jetzt hier auch nochmal ein bisschen Platz beiseite schieben. So. Damit sie hier besser drinnen passen. Das Ding stellen wir jetzt auch nochmal rein. So. Und ich sehe es gerade, wir haben schon wieder ein bisschen Überlänge. Das kommt immer dabei raus, wenn ich anfange zu bauen. Das heißt, wir machen jetzt hier erstmal einen kleinen Cut und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Also, schaltet wieder ein und bis dann.